Alexander. Alexander, wie alt bist du? 22. 29. 22. Ach so, 22. Ja. MashaAllah. Okay, dann fangen wir mit dem Glaubensbekenntnis an. Okay. Ashadu. Ashadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasul. Rasul. Allah. Allah. Die Bedeutung ist dir klar, oder? Ja. Also ich bezeuge, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Ja. Ja, jetzt bist du offiziell Muslim, Bruder. Echt aufgeregt bin ich, ey. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Das spürt man im Herzen, oder? Ja, auf jeden Fall. Alhamdulillah. Seit wann beschäftigst du dich mit dem Islam? Also, das fing eher gesagt unschön damit an. Ich habe sehr viel Schlechtes über den Islam gedacht. Mm. Und ich, also auch sehr schlecht über den Islam geredet. Ich glaube, es gab keine größeren Islamfeinde als mich, um ehrlich zu sein. Aber ich habe dann halt Videos auf YouTube gesehen. Und irgendwann habe ich einfach meinen Verstand angeschaltet und immer mehr Videos gesehen. Ich wollte immer mehr erfahren. Und habe auch gelesen, ich lese jetzt auch den Koran. Mm. Und das ist einfach die Wahrheit. Das haut einen einfach um, dass der Koran ist, der Islam ist von Gott und das merkt man auch. Mm. Alhamdulillah, du warst eher ein Islamfeind. Ja. Und die Leute, falls jetzt Leute das Video sehen, die sollen ihren Verstand einschalten, bevor sie schlecht über den Islam reden oder bevor sie irgendwelche Gerüchte über den Islam glauben. Die sollen selber zu den Quellen gehen oder sich auf diewahrereligion.de, das ist jetzt so meine Seite, auf der ich die ganze Nacht auch Videos gesehen habe. Die gefallen mir sehr. Und wie warst du Islamfeind? Also du hast den Islam gehasst, oder? Ja, ich habe auch schon versucht, logisch gegen den Islam zu argumentieren und so, aber das ist einfach alles Blödsinn. Mhm. Das habt ihr irgendwann auch gemerkt. Mhm. Und ich habe auch in der Schule zum Thema Mohammed-Karikaturen halt auch gegen den Islam gewettert und so weiter. Ich habe dafür sogar eine recht gute Note bekommen. Als ich auch die Videos gesehen habe, ich habe wirklich gespürt, dass es einen Gott gibt und ich war ziemlich beruhigt dann. Alhamdulillah, dass Allah dich richtig geleitet hat. Okay, danke. Okay, Bruder. Dann viel Spaß. Und wenn was ist, ruf mich bitte immer an. Also wenn du Fragen hast, wenn du anfängst jetzt im Koran zu lesen und du irgendetwas nicht verstehst, ruf bitte an. Okay, mach ich. Alles klar, Bruder. Okay. Okay, assalamu alaikum. Alaikum salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الفلاح.